Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und wir sind auf der Rehbach und wir sind im März und wir sind am Heumachen. Der Fantasy unterwegs wird hier noch ein bisschen Heumachen und ich spring mal hier kurz raus aus dem Kollegen, lauf dort rüber, denn ich konnte wieder mal nicht an mir halten. Ich habe ein bisschen Geld aufgenommen und dann diese Wiese hier noch gekauft. Zusätzlich, weil Ertragswerte sind sehr, sehr gut. Auch wenn jetzt der Erntestatus beziehungsweise ja, die Erträge etwas niedriger sind, als dass sie sein könnten, ist die Idee dahinter, dass wenn das Feld gemacht ist, wird es gepflügt, aufbereitet, genauso wie dieses hier, damit wir dann bei der nächsten Ernte die volle Punktzahl hier bekommen. Denn ihr seht es ja oder ihr wisst es auch, das Feld muss noch gepflügt werden. Das gleiche gilt eben auch für dieses Feld hier drüben, das Grasfeld. Und insofern, lasst uns mal loslegen. Ich hole hier den Glas Denarion und dann fahren wir mal schnell rüber. Aber hier brauche ich erstmal noch das Gewicht. Und dann machen wir aus dem neuen großen Feld, machen wir dann wieder ein schönes, schönes Ballenfeld. Denn wir brauchen für unsere BGA unbedingt Material. Futter für die BGA, für die Hof-BGA, die doch sehr gute Erträge abwirft. Da bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin noch ein kleines bisschen hin und her gerissen. Denn ich habe mir überlegt, wir haben doch eigentlich auch ein Fermenter-Silo. Und eigentlich könnten wir uns das mit den Ballen sparen und das ganze Material direkt ins Silo kippen, dort die ganze Zeit silieren und dann eben immer hin und herfahren und die Silage einwerfen. Aber der ein oder andere würde jetzt vielleicht auch sagen, ja, das wäre vielleicht einfacher und lukrativer eventuell, da auch kostengünstiger. Aber wir haben auf der anderen Seite die Ballenpresse und die möchte ich gerne auch einsetzen, denn die Fendt macht mir schon ein bisschen Spaß. Und hier in der Kombi jetzt mit dem Glas natürlich sowieso, wenn wir noch ein kleines bisschen mehr PS haben. So, ist der Fendt schon fertig? Ich habe es gar nicht gesehen. Ist der Fendt, der scheint schon fertig zu sein. Also bringen wir erstmal den Glas hier in Position. In Position für die große Aktion des Pressens. So, Motor erstmal aus. Ihr seht, wir haben da drüben auch noch den Schwader stehen. So, hier geht's durch. Und ich bringe jetzt mal den Wender weg. Und zwar dorthin, wo er zukünftig hingehört. Nämlich jetzt ins Ballenlager, in den Unterstand des Ballenlagers. So, schön ein Klapikowski. Oben ist er schon. Das vergesse ich nämlich manchmal immer. So, Dele. Und dann fahren wir mal rüber. Werden dann den Schwader wieder anhängen und dann das Feld soweit fertig machen. Apropos fertig machen, ich habe auch mittlerweile das Grasfeld oben bei unserem neuen Hirtenhof, bei den Schäfchen, habe ich auch schon soweit angesät mit der Drille, mit der neuen, mit der Köckerling, wenn ich richtig weiß. Und auch mit der Aussaat von der Hirse. Heidenei. War es jetzt wirklich Hirse? Augenblick. Lasst mich mal schauen. So, Feld Nummer 8 hatten wir ja gekauft. Quatsch, Hirse. Hafer, wir haben ja gar keine Hirse hier. Natürlich Hafer, aber mit Harz angefangen, also ich war schon ein bisschen dicht dran. So, hier oben das Grasfeld haben wir soweit auch angesät. Wir haben es gekalkt. Wir müssen jetzt noch bei Gelegenheit düngen, denn unsere wunderschöne Drille, die wir letztens gekauft haben, bei Seetechnik, die Köckerling, die Jockey, die kann nur aussehen und hat keine Düngefunktion, war aber dafür kostengünstig. Ihr seht es, jetzt hat noch einen Wert von 31, ich glaube 44 war der ursprüngliche Kaufpreis. So, bringen wir das Ganze mal hier weg, bevor wir uns wieder völlig verquatschen. Denn wir müssen ein bisschen auch ran. Hallo? Hallo? Kann es sein, dass wir damit nicht hier reinkommen, dass das zu eng ist? Ja, doch geht. Denn wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht völlig verquatschen, denn es ist schon 14.19 Uhr. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir haben noch ein kleines bisschen was zu tun hier. Denn wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall unsere Felder noch düngen. Ich will die Grasfelder auf jeden Fall, diese beiden Felder, die will ich auf jeden Fall gedönsen, Palaber,
pflügen. Und dann müssen die natürlich auch aufbereitet werden mit unserem wunderschönen neuen Deutz, den wir ja gekauft haben. Und eben der Drille muss da wieder Gras drauf und das muss dann auch natürlich gedüngt werden. Also wir haben noch jede Menge zu tun. Und warum ich jetzt direkt hier über den Hof fahre, habe ich keine Ahnung. Vielleicht, weil ich mir das Ganze hier einfach nochmal anschauen wollte, weil so schön der Hof auch ist. Wir müssen eigentlich geradeaus rüber zum Grasfeld. So, Dille. Denn wir brauchen ja den Schwader. Damit wir ja vorwärts kommen. So, wir können auch hier durchstechen. Hier gibt es nämlich auch einen kleinen Weg. Schubidu. Dann wieder einmal das Vorgewände. Ups. Einmal das Vorgewände. Das müssen wir natürlich wieder aus hier, aus der Außensicht machen. Und dann können wir hier ein bisschen, da können wir den Helfer, dann losschicken. So hoffe ich. Und Heu brauchen wir auf jeden Fall auch. Aber da sind wir noch nicht low. Das heißt, wir haben noch genügend Reserven. Und ich denke, mit dem, was wir hier jetzt noch produzieren, hier einfahren werden, sollten wir ohne Probleme über den Winter kommen. So. Mal den Tempomat an. Ja, und so habe ich mir noch mal ein bisschen mehr Arbeit gemacht, indem ich jetzt, wie gesagt, hier den Hirtenhof mit einem weiteren Grasfeld und hier noch ein weiteres Grasfeld, denn die Erträge mit den Ballen, mit den Silageballen, mit der BGA sind einfach, ich sage mal, herzallerliebst. Und da schauen wir, dass wir da dranbleiben. Und deswegen war ich auch großzügig und freizügig, einen Kredit aufzunehmen. Und ich muss jetzt gerade mal schauen, wie weit sind wir denn jetzt hier bei den Kollegen in der Kreide? Nur damit wir da auch dann 200.000... Oh je, da habe ich dann doch nicht aufgepasst. Aber das sollte, glaube ich, nicht das Problem sein. Die BGA hat dann doch letztens mit den 80 Ballen, die es dann doch waren, fast 500.000 abgeworfen. So, ich muss den hier ordentlich in die Spur bringen. Fahren wir mal dort rüber. Und dann bin ich mal gespannt, ob der das hier vernünftig auch bastelt. Okay. Und ab die Post. Und wir fahren in unser, oder wir steigen ein in unseren Glas. Müssen natürlich die Presse noch ausklappen und schauen, ob wir noch was einstellen müssen. Lass mich mal schauen. Und zwar automatisches Ablegen ist anschalten. Ne, müssen wir schon wieder anschalten. Also aus irgendeinem Grund ist das wohl immer deaktiviert. So, dann machen wir jetzt hier schön Ballen. Wie gesagt, wir gehen mal davon aus, dass die Ertragswerte nicht allzu dolle waren. Denn nach dem Winter im März, da wächst natürlich das Gras nicht. Das war also die erste Stufe erntereif. Aber mir geht es eben darum, dass wir dann auch ein bisschen, ja, eine also dass wir unterschiedliche Felder oder Wachstumsstufen für die Felder haben, sodass wir eigentlich jeden Monat oder zumindest alle zwei Monate auch wirklich dann Ballen produzieren können für unsere BGA. Ja, und man sieht es halt, wenn das wirklich voller Ertrag ist, dann ist er jedes Mal kurz bevor der Ballen abgelegt wird, eigentlich fertig. Und hier sind wir bei 45%, wenn er dann sagt, er ist fertig und will den Ballen rausholen. So, das heißt, wir geben jetzt mal Gas. Und er dürfte den Ballen bereits bei 50%, also der Hälfte der Zeit, ablegen. Ja, okay. 60. Aber im Normalfall, wenn hier voller Ertrag ist, dann bimmelt es schon. Bevor eben der Ballen abgelegt wird. Sehr schön. So, was macht der Fendt? Also er dreht noch seine Kreise, so wie ich das von hier aus sehen kann. Das lässt mich hoffnungsvoll stimmen. Oder das stimmt mich hoffnungsvoll.
So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier am geschicktesten machen. Nicht, dass uns der Ballen runterrollt. Wir hätten dann doch vielleicht das Ganze mit einem Wender oder wie man das nennt, mit einem Kippteil oder wie auch immer. Also für die Presse gibt es ja die Zusatzoption, dass er die Ballen seitlich legt, dass sie nicht wegrollen. Aber das ist jetzt auch wirklich ein Feld, das ein bisschen den Berg runtergeht. Und ich will natürlich vermeiden, dass mir die Ballen da in den Wald reinrollen. So, langsam, langsam, langsam. Sehr schön. Und auch hier warte ich erstmal, bis er den Ballen ablegt, bevor ich rechts hochfahre. Okay. Also sobald das Feld hier aufgeräumt ist, müssen wir ja erstmal die Ballen wegbringen, ist logisch. Dann werden wir hier auf jeden Fall pflügen. So. Ja, ich sehe den Fendt immer noch fahren. Sehr schön. Ja, das scheint ganz gut zu funktionieren mit dem Startfeld. Die Wiese da vorne, die gehört ja uns als erstes gleich beim Start. Genauso wie auch die Wiese da drüben bei der BGA. Man sieht sie so gerade hinter dem Feld. So, komm, leg den Ballen ab. Sehr schön, dann fahren wir jetzt hier lang. Weil dann können wir auf jeden Fall einen Blick werfen. Ah, das müsste die letzte, die vorletzte Bahn sein. Besser, ich gehe mal kurz zum Fendt. Sekunde. Sehr gut, dann kann der hier auf jeden Fall in Ruhe den Ballen wickeln und ablegen. So, Achtung, ich übernehme selbst. Und runter das Teil und weiter geht's. Und dann werden wir da mit dem Ladewagen das ganze Material einfahren. Und das Ganze kommt dann ins Silo. Und dann müssten wir, denke ich, so um die 100.000 Liter Heu haben. Und das reicht uns lange, lange, lange. So, Dele. Kurz mal einklappen. Und mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Doch, das sieht soweit ganz gut aus. Vielversprechend. Und wieder mal ist das Lenkrad oben. So. Wo ist denn die Feldeinfahrt? Hier ist die Feldeinfahrt. In unserem Fall jetzt mal die Ausfahrt. Und hier wieder links rum. Oh, das ist vielleicht eine Zickzackfahrerei hier. So, das Ganze bringen wir wieder rüber zu unserer Halle. Und dann bin ich gerade überlegen, macht es Sinn, mit dem Deutz den Ladewagen zu holen? Ja, ich glaube, wir werden dann auf jeden Fall wechseln. Auf jeden Fall sollten wir dann den Klaas nehmen. So, das wird jetzt wieder spannend. Denn ihr wisst ja, das ist immer so ein bisschen heikles Thema hier mit dem Kollegen. Ja, mit dem hier rückwärts reinfahren. Weil immer die Lenkung irgendwie extrem hinten, die Achse, die lenkt ja irgendwie mit, die Räder. So. Passt das? Oh, wer hätte es gedenkt? Bringen wir das Teil tatsächlich rein? Supi. Sehr schön, dann lassen wir den erstmal hier stehen. Und fahren erstmal mit dem hier weiter. So. Die große Ballenaktion.
Naja, so viele Ballen werden es jetzt nicht. Ich denke weniger als 10, oder? Wie viel haben wir denn jetzt? Ah, doch, wir haben jetzt schon 7, 8. Okay. Da straft mich dann das Feld doch Lügen. Naja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, 12, 13 so um den Dreh rum. So, jetzt werden wir doch hier noch irgendwie hochkommen. Ja, wir machen mal hier das Dingens aus. Die Presse. So, weiter geht's. Ja, piep, piep, piep. Und 100. Und weiter im Konzept. So, ja, das sind dann 55.000. Ja, wir werden so, denke ich, doch an 80.000, 85.000 kommen. Na, der Ballen müsste ja 5.500 Liter haben. Ja, da kommt dann doch ein bisschen was zusammen. Ja, stopp, ich mach das. Ah, schnell, 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 bevor er mir den Ballen hier auf den Weg legt. Und dann doch wieder runterrollt. Schwein gehabt. So. Und 100. Ja, jetzt haben wir dann uns wieder ein weiteres Feld gekauft. Also so expandieren wir dann doch ein bisschen über unsere Verhältnisse hinaus. Aber in Anbetracht der Tatsache, wie gesagt, dass wir hier mit den Ballen doch relativ gut, aber das ist jetzt eigentlich auch kein Geheimnis, solange wir ja hier immer noch in einfach, ne? Wir spielen ja in einfach, denn wir haben ja angefangen, wie es ja letztendlich der Kalle sich auch gedacht hat. Mit den Startgeräten am Starthof, mit den Startfeldern und somit dann halt auch in einer relativ einfachen Startstufe. Und im Moment kriegen wir natürlich dann für unsere Erzeugnisse, für unsere Erträge, für unsere Milch und die Silage für die Stromerzeugung natürlich auch jede Menge gutes Geld, sodass wir hier das natürlich sofort reinvestieren in Felder und natürlich in gute Felder. Und dieses Feld gehört einfach mit zu den besten 125, wenn ich noch richtig weiß. Ertragswert, also besser geht gar nicht. Und wenn wir das ordentlich aufbereitet haben, dann kommt da auch richtig bei was rum. Und wenn das jetzt so wie es aussieht, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Ballen werden, dann gehe ich mal davon aus, dass wir beim nächsten Mal, beim nächsten Schnitt, dann hier mit Sicherheit so 17, 18 Ballen rauskriegen. Und das sind dann über 100.000 Liter Silage. So. Vorne gibt es noch ein bisschen was. Genau. Aber das wird kein weiterer Ballen mehr. Das wäre es dann erstmal. Das nehmen wir aber trotzdem auf. Schwuppdiwupp. So, wir klappen das Ganze wieder ein. Denn hier sind wir erstmal fertig und dann ein bisschen vorsichtig immer hier. Also ich habe schon gemerkt, da sind ein paar, so wie hier, Pfützen oder Löcher mit drin hier in den Wegen. Da muss man schon ganz schön aufpassen. Ich meine, die Kleinen, die schlucken das irgendwie spannenderweise besser als zum Beispiel der Deutz. Also den wirft es dann schon manchmal ganz schön rum. Ich musste ja mal mit dem Deutz Saatgut nachtanken. Da bin ich dann rausgefahren zum Händler. Das war dann doch ein gutes Stück. Aber insofern auch ganz okay, weil in der Nähe war natürlich die Wiese von unserem Hirten. Vom Hirtenhof. So, jetzt überlege ich gerade, macht das Sinn, dass wir überhaupt das Teil hier reinstellen? Wir können das aber spaßeshalber hier, glaube ich, reinkriegen.
das passt so nicht. Aber so passt es einigermaßen. Denn ich denke, die nächste Zeit werden wir sowieso kein Heu mehr einfahren. Sudele. Ah, ich hätte vielleicht doch ein bisschen steiler, weil wir müssen ja hier auch rauskommen. Sehr schön, so passt das. Dann fahren wir mal von hinten ran. Achso, das macht gar keinen Sinn, Quatsch. Das wäre ja jetzt ein Umweg, wenn wir hier rechts rumfahren. Wir müssen ja zu unserem kleinen Feld. So, und die Ballen müssen wir ja auch noch aufnehmen. Ich hatte zwar so ursprünglich gedacht, wir lassen die Ballen einfach auf dem Feld liegen, aber das macht ja gar keinen Sinn, denn wir wollen ja das Feld ja sofort pflügen und bearbeiten. So, dann sammeln wir mal ein bisschen Heu ein und gehen hier gleich mal rein. Zack. Und auch hier sieht man ganz, ganz gut. Ihr wisst ja, was ich als immer für Bedenken habe, wenn wir mähen, dass mir das Mähwerk dann hier, so wie auf der Galgenberg zum Beispiel oder auf der Neubartelshagen, dass es mir dann neue Felder erstellt. Das ist zum Glück hier nicht der Fall. Auch in unserem Live-Projekt, im Streaming-Projekt auf der Oberschwaben, klappt das wunderbar mit dem Mähen. So. Ja, deswegen habe ich aber gedacht, nehmen wir lieber den Klaas, der ist ein kleines bisschen leistungsstärker, kommt hier den Berg natürlich besser hoch, vermutlich als der Fendt, auch wenn der Ladewagen jetzt nicht der größte ist. Ich glaube Nummer 2. So. Ja, die Feldarbeit im Frühling und das sind wieder mal hier die Wiesen, die uns viel, viel Arbeit machen, auf die ich mich aber immer wieder freue. Es gibt halt nichts Schöneres fast neben Dreschen und Häckseln, als mit dem Mähwerk übers Feld zu fahren. So, dann nehmen wir noch die nächste Bahn, dann müsste es eigentlich passen und ich denke, 2 Fuhren wird es hier werden. Und ich überlege gerade, 21, 23,5 nimmt, glaube ich, hier der Ladewagen auf. So, jetzt ist er sogar tatsächlich voll. 23.000. So. Und dann ab damit zum Silo. Und wir fahren von hinten ran. Das ist, glaube ich, etwas geschickter. Und unseren Kühen geht's gut und es werden immer mehr. Apropos immer mehr, haben wir schon die ersten Kälber? Also irgendwie ist die Weide jetzt doch ganz schön voll. So, wie auch der Misthaufen. Damit können wir dann auch düngen. Also es ist auch wieder genügend Material da zum Düngen. Sudele, einmal kurz rückwärts gestochen und abgelassen. Sehr schön. Und wir schauen mal ganz kurz rein, was wir denn jetzt nur im Silo haben. Obwohl wir gucken natürlich in unser Fermenter. Hier. 60.000. Und ist er schon leer? Hervorragend. 69. Kommen mit Sicherheit nochmal 23 dazu. Dann sind wir also bei knapp 93, 95 vielleicht werden es. Und das sollte uns doch auf jeden Fall reichen als Heu für die entsprechenden Monate auch in den nächsten Winter hinein. So, Freunde, das war es wieder mal für eine Folge Rehbach. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal beim Pflügen höchstwahrscheinlich oder bei der Aussaat. Ja, wir werden sehen, wo wir als nächstes landen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.